Hallo zum letzten Favoritenvideo in diesem Jahr. Im Dezember wird es dann ein Jahresfavoritenvideo geben. Ist dann auch ein Favoritenvideo, ja, aber dann ist es nochmal so eine Zusammenfassung, was mich so in dem Jahr interessiert hat, was irgendwie bis zum Dezember durchgehalten hat, finde ich immer ganz interessant. Wir fangen immer mit den Dingen an, die ich euch nicht in die Kamera halten kann. Die blende ich ein. Wir fangen mit einer Serie diesmal wieder an. Und da ich offiziell ADHS diagnostiziert bin, gebe ich mir bei so Sachen, die ich mir einfach nicht merken kann, nicht mehr so viel Stress und lese es halt ab vom Handy. Und zwar geht es um Succession. Succession ist ein Hype gewesen, also ich bin erstmal auf diesen Hype nicht aufgesprungen, weil es einfach auch unwahrscheinlich viele Serien gibt, aber HBO kriegt meistens was Gutes hin. Auch die greifen mal ins Klo, passiert auch, aber Succession war echt super. Wenn ich nur mal kurz, um gar nichts zu verraten, es geht um den Familienclan Roy, die sollen so ein bisschen diesen Unterhaltungsmogul Rupert Murdoch nachzeichnen. Also das ist auf jeden Fall alles fiktiv, aber damit ist es halt so ein bisschen zu vergleichen. Und Logan, das ist das Oberhaupt, der ist 80 in der Serie, wenn nicht sogar schon älter und nicht mehr so hundertprozentig fit. Und das versucht man dann auch so ein bisschen immer zu vertuschen und dann entstehen halt auch mega lustige Sachen. Aber auch Intrigen, wo du dir denkst, what? Was geht eigentlich? Eine der bekanntesten Figuren für mich ist, irgendwann mal tritt Alexander Skarsgård auf. Den liebe ich ja. Ich mag nicht jede Rolle von ihm, aber die Nebenrolle, die er da einnimmt, finde ich ganz witzig. Und Kieran Culkin, da dachte ich mir, ist es Mercury Culkin? Diese Augen kenne ich von irgendwoher. Sein Bruder sieht ihm ja abartig ähnlich. Mercury Culkin ist Kevin allein zu Hause, den kennt man halt einfach. Und er spielt in der Serie, Roman Roy. Der Vater nennt ihn immer Romulus, was ja auch so ein bisschen stimmt, weil er schon so ein bisschen intrigant und falsch ist irgendwie. Ich mag die Figur an sich überhaupt nicht. Na, also er nervt mich stellenweise auch mit seiner Art und Weise. Ich bin immer ganz froh, wenn er nicht zu sehen ist. Aber ich habe mich jetzt schon so ein bisschen in diese Intrigen reingefunden. Bin jetzt bei Staffel 3, Folge 8 oder so. Also es gibt noch eine Staffel. Geht es danach eigentlich weiter? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ihr findet Succession auf Wow oder Sky. Wow gehört ja auch zu Sky. Diesmal habe ich wieder einen Podcast und zwar den zweiten Podcast von Dr. Leon Winscheid. Hier tretet er nicht als Doktor auf, sondern nur als Leon Winscheid, weil er hat ja noch den Podcast in extremen Köpfen, den habe ich hier ja auch schon mal vorgestellt. Und der ist ja so ein bisschen professioneller, ernster, intensiver auch. Aber diese Gespräche mit, und jetzt kommt's, Atze Schröder. Ich dachte mir erst so, als ich von seinem zweiten Podcast gehört habe, Atze Schröder, nee, um Himmels Willen gar nicht. Weil ich habe meine Schwierigkeiten mit Comedians, ne? Also ich liebe Kurt Krömer, aber auch nicht alles von ihm. Aber ansonsten schwierig. Hazel Brugger liebe ich, ne? Also meistens sind es auch so Kombinationen aus Leuten, die ich halt echt gerne mag. Hazel Brugger und Kurt Krömer beispielsweise ist eine super witzige Kombi. Aber Atze Schröder, oh, fand ich schon immer ätzend. Und Betreutes Fühlen ist ein Podcast mit den Zweien. Und da entstehen immer so tiefgründige und tolle Gespräche. Man vergisst halt auch einfach, Atze Schröder ist eine Kunstfigur. Ne? Also ich weiß gerade gar nicht, wie er in echt heißt. Aber man redet halt da nicht mit Atze Schröder. Manchmal kommt der Comedian raus. Sondern man spricht halt schon mit der Person dahinter und das macht es halt wirklich interessant. Auch diese tiefgründigen Gespräche zwischen zwei Männern, wo es halt wirklich um psychische Erkrankungen geht. Leon Winscheid ist ja Psychologe, Doktor der Psychologie sogar, richtig krass. Und der hat da echt einiges drauf und das ist so sein Steckenpferd, dass er halt mit jemandem über die Thematik sprechen kann und die tauchen da so oft in so tolle Gespräche ab. Ich werde euch mal den Podcast unten
in der Infobox verlinken. Mache ich es in der Infobox oder mache ich es im ersten Kommentar? Ihr müsst mal gucken. Bevor wir weitermachen, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, damit unterstützt du mich und damit unterstützt du meinen Kanal. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann verpasst du kein neues Video mehr von mir. Ich lade Videos am Dienstag und am Donnerstag zurzeit hoch, jeweils um 20 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ich mehr von dir höre oder eben, dass wir uns in den Kommentaren unterhalten. Was sind deine Favoriten? Kommen wir zu einer Sache, da siehst du es schon an. Ich habe es jetzt gerade auf meinem Schädel. Da siehst du schon an, dass es ein Favorit ist. Kauft nicht so große Sachen, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid bei so einer Sache. Das ist Vanille Whole Food Blend mit Vitaminen und so. Ich wusste damals gar nicht, dass ich da nicht das reine Protein geholt habe. Ich finde es gar nicht schlecht, dass da eben auch Mineralstoffe und Vitamine drin sind. Mir geht es aber hauptsächlich eigentlich ums Protein und der Geschmack von dem Zeug ist halt mega gut. Nicht ganz so blechern süß. Ich habe was gegen dieses oberkrass Süße. Ich bin ja weg von Rocker und habe immer noch eine Dose hier stehen, die ich mit einem neutralen vermische, weil ich mag das einfach nicht. Und da ich hoffentlich bald mal wieder ins Training gehen darf, um was mit meinen Muskeln zu tun, ist natürlich eine anständige Protein zuvor ganz wichtig und das esse ich immer morgens, also gebe ich so 20 Gramm in meinen Joghurt, manchmal auch noch abends. Abends wäre es nochmal wichtig, aber das schaffe ich halt einfach nicht immer, weil ich so meine Schwierigkeiten mit Proteine habe. Ich kriege das ganz oft nicht so rund, das macht mir nicht so einen Spaß. Aber damit ist es voll in Ordnung und ich habe mir da einfach mal 2,5 Kilo gegönnt, weil ich die letzte Packung, das war 1 Kilo, hatte ich rasend schnell leer. Also von dem her weiß ich, dass ich das auf jeden Fall verwende. Hier habe ich auf jeden Fall bei MyProtein den Code GERKY verwendet. Müsst ihr aber mal gucken, welche Influencer ihr unterstützen wollt. Da gibt es dann richtig coole Preise. Also da zählen dann alle Rabattcodes, die es gerade gibt, wenn ihr da einen Influencer-Code reingibt. Und ich unterstütze Görki, weil ich den halt einfach auch schon ewig lang gucke. Bei den Schuhen gab es jede Menge Diskussionen im letzten Jahr. Das hat Gott sei Dank aufgehört. Wie kannst du nur Lederschuhe kaufen als Veganerin? Mir ist es wichtig, zum einen, ne? Also jeder soll das so umsetzen, wie er möchte. Wenn man mich deswegen nicht als Veganerin bezeichnet, macht das. Ist mir egal. Aber mir ist der Nachhaltigkeitsaspekt bei solchen Schuhen halt einfach wichtiger. Und ich habe schon überlegt, soll ich mir neue vegane kaufen oder soll ich mir gebrauchte, die bereits auf dem Markt sind, holen. Und ich habe mich für die gebrauchten entschieden, weil da gibt es ohne Ende und ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar holen. Ob es dieses Jahr zu Weihnachten ist, glaube ich jetzt weniger. Aber die sind leider auch schon wieder ein bisschen abgelaufen. Die sind jetzt perfekt eingelaufen, die Schuhe. Also wirklich perfekt, perfekt. Und mir haben einfach Docs sowas von gefehlt. Ich habe mit 14 Mal Docs gehabt, aber welche mit Stahlkappe. Die habe ich richtig hart gefeiert. Ihr erkennt übrigens die Veganen daran, dass die hier ein schwarz-weißes Schildchen haben. Ja, gebrauchte Schuhe kaufe ich halt Leder. Es muss aber gebraucht sein, ne? Also, ihr werdet mich nicht sehen, dass ich mal neue Lederschuhe kaufe. Das mache ich nicht. Aber man muss eben auch zugeben, ab und zu sind die Kleidungsstücke halt auch nicht vegan. Wolle und so, Seide trage ich jetzt nicht, aber Wolle kann schon mal vorkommen. Das ist jetzt keine Wolle, das ist Synthetik. Das sieht man ja einfach auch an. Aber ich mag auch den Pulli ganz gerne, muss ich gerade zugeben. Naja, ist aber nicht mein Lieblingspulli. Jetzt die Jacke hier ist nicht perfekt. Ich habe die nochmal bei Momox Fashion geholt. Das ist tatsächlich, das ist diese Primark-Marke. Und bei diesen Primark-Sachen kannst du halt echt nicht viel Qualität erwarten. Mich wundert es, dass sie noch so wunderbar hält. Mir würde trotzdem irgendwie eine Jacke, also so eine Bomberjacke, mehr Spaß machen, die irgendwie so olivfarben ist oder so. Also das war noch nicht das Ende vom Lied, aber ich trage die halt schon ganz gerne. Ich greife dann ganz gerne dazu. Sie ist halt, wie gesagt, so eine typische Bomberjacke mit Orange innen und grün außen.
Ja, also Bomberjacken gibt es schon richtig, richtig tolle. Und man sieht halt auch an der Qualität, die ist nicht so grandios. Also da gibt es richtig viel Pilling an der Jacke, selbst durch dieses Klappdeckel. Also ich würde sowas niemals neu kaufen von so einer Marke. Aber naja, also falls mir da noch die richtige begegnet, werdet ihr es mitkriegen. Aber solange wird die halt getragen, bis es nicht mehr geht. Und die kommt gerade echt relativ häufig zum Einsatz. So, ich zeige euch jetzt mal zwei Sachen hintereinander, weil die für mich so einen Dankbarkeitsstellenwert haben. Ich hatte jetzt Corona und ich habe meinen kompletten Geruchssinn verloren gehabt. Und als ich noch mittendrin war, dachte ich so, Scheiße, habe Dr. Google gefragt und da stand halt, ja, das kann halt bis zu einem halben Jahr weg sein. Und jetzt hat mir mein HNO, man hört es mir halt immer noch an, durch die Covid-Infektion habe ich halt eine Nebenhöhlenentzündung, die sich gewaschen hat. Und so 90% ist wieder da. Und zum einen meinem Deo habe ich immer wieder geübt. Das ist ganz wichtig, wenn du noch so ein ganz, also sowas ähnliches wie Riechen habe ich noch, also vollzogen. Entweder war es eine Erinnerung an die Düfte oder du hast schon irgendwie gemerkt, du hebst dir was unter die Nase. Und als der Duft endlich wieder da war, und der ist auch relativ leicht, ich war so froh. Ich war so froh, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das war halt schon ein bisschen dramatisch für mich. Weil wenn du halt jemand bist, wenn der kocht, wenig mit Rezepten arbeitet, sondern viel mit Probieren, mit Gewürzen und so. Wenn du das alles auf einmal nicht mehr riechst, boah, ich war schon scheiße drauf, deswegen, oh. Und dann die 179 von Larisse, das habe ich mir auch immer wieder aufgesprüht. Und als ich gemerkt habe, so jetzt wird es langsam besser, also man hat es ja dann an den Tests auch gemerkt, dass der zweite Strich irgendwann immer heller wurde, hast du aber auch gemerkt, so. Jetzt kommt so langsam wieder durch, jetzt rieche ich so langsam wieder was. Und ich habe viel mit meinem Lieblingsparfüm gearbeitet. Ich bin so froh, dass ich 90% echt wieder riechen kann. 10% sind weg. Mein HNO hat schon gemeint, das kann bis zu einem halben Jahr, bis einem Jahr gehen. Okay, aber 90% mit dem kann man arbeiten. Ein Deo, den ich euch auch empfehlen kann, den habe ich mir jetzt zum zweiten Mal gekauft. Kauft nicht den Ultra-Sensitive Deo. Da ist Alkohol drin. Ich weiß gar nicht. Das ist unglaublich. Ich habe mir diesen Ultra-Sensitive Balea Deo geholt und habe mich gewundert nach dem Rasieren. Scheiße, wieso brennt das so? Und sieh so, ja, ist Alkohol drin. Und das passt auch nicht zu der Linie oder allgemein zu diesem Marketing. Ich glaube, das heißt nicht Ultra-Sensitive, sondern nur Balea Med. Genau. Nur Balea Med. Greift nicht zu dem, kauft das hier, das sensitive Deodorant. Ich finde das vom Duft her, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr nicht so viel schwitzt, dann funktioniert das auf jeden Fall. Wie gesagt, zweite Flasche und ich liebe es echt. Also ich wechsle dann natürlich schon auch immer so ein bisschen rum, weil ich halt auch nicht so super starke Düfte mag, was sowas betrifft. Aber das geht vollkommen gut klar. Mein Transparence Lab Serum. Merkt man schon. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mag allgemein Produkte. Funktioniert halt auf meiner Haut echt gut. Urea und Ceramide. Und das ist ein Ceramidserum. Ich würde jetzt nicht sagen, das muss man unbedingt kaufen. Denn Ceramide sind ja jetzt inzwischen auch relativ häufig in der Drogerie zu finden. Dieses Serum hier hat halt ein Manko und ich werde es in meiner Vorstellung auch nochmal sagen. Ich habe das noch nicht gereviewt, es kommt aber als nächstes. Hier hat es Carbomer drin. Polymere in der Kosmetik, das wird nicht einfach aufhören, bloß weil sie jetzt mikroplastiktechnisch halt handeln müssen. Es läuft nicht alles unter Mikroplastik. Das ist wirklich wieder so eine Sache, die so ein bisschen den Verbraucher auch so ein bisschen täuscht. Ne? Also ist so ein Teilchen kleiner als, fällt mir jetzt gerade die Größe nicht ein, es ist kein Mikroplastik mehr, aber es können halt dann trotzdem Polymere sein. Ne? Und Carbomer ist halt etwas, das macht das Produkt stabiler,
Das kann bei einer Sonnencreme sein, dass die Sonnencreme halt das auf der Haut sitzt, also als Filmbildner. Und da verstehe ich es immer noch am allermeisten. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin selbst nicht perfekt. Ich nutze das ja und ich nutze eben solche Produkte auch, um eben von diesen Inhaltsstoffen zu sprechen, um euch zu sagen, geht diesen Inhaltsstoffen so weit es geht aus dem Weg. Manchmal hat man keine andere Wahl. Man hat zum Beispiel irgendeine Hautkrankheit und das funktioniert, das Produkt. Dann guckt man natürlich nicht nach einem anderen, das ist klar. Aber naja, wäre da kein Carbo mehr drin, weil hier ist es, glaube ich, echt nicht notwendig, wäre es ein richtig tolles Produkt. Ich werde es nicht nachkaufen, das sage ich jetzt schon mal, mehr eben dann auch in der Review. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich dieses Jahr wieder ein Oldie but Goldie Video machen soll. Das habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Das ist zum Beispiel ein Oldie but Goldie, aber das kam, glaube ich, letztes Jahr im Video auch schon vor. Viel hat sich da nicht geändert, ne? Weil man probiert halt echt auch viel rum und verwendet wenig Dinge zweimal, wenn man eben Dinge testet für einen Kanal. Aber das hier ist was ich rund um die Uhr eigentlich kaufe. Und lustigerweise, ich habe ja auch das von Rossmann auf, verwende ich das mehr. Vielleicht weil es Routine ist, ich habe keine Ahnung. Bei solchen Produkten, so wie ich es im Video auch, als ich das vorgestellt habe, ich packe das euch unterm i, und das i gesagt habe, da sind zwar Säuren drin und diese Säuren wäscht man sich zwar auch runter, weil die sind auch nicht so super stark intensiv in dem Produkt enthalten. Aber trotzdem sollte man aufpassen, wenn man eben eine empfindliche Haut hat. Fang mit einmal pro Woche an, um einfach mal zu gucken, wie kommt das auf deiner Haut so. Dann kannst du es zweimal pro Woche machen und so kann man sich langsam steigern. Nicht so hergehen und denken, die Haut wird sich schon dran gewöhnen. Und das darf man in keinem Fall. Und das kann eben auch bei so Rinse-Off-Produkten passieren. Ich liebe das. Es ist nicht so stark wie das von No. Wenn du Probleme hast mit dem von No, dann kannst du es mal mit dem hier probieren. Das ist schon die x-te Tube. Braucht man nicht drüber sprechen. Ich liebe das halt. Na, was sind jetzt deine Favoriten? Schreib die gerne mal unten in die Kommentare, weil so lerne ich eben auch neue Produkte kennen. Und da kann ja was ganz Spannendes dabei sein. Also gerne mal einen Kommentar unten reinpacken. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.